Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein Video zum Thema Farbfakten. Und dafür habe ich ein paar spezielle Gäste heute eingeladen, die sich mal ihre eigene Farbe aussuchen dürften. Zum Thema Farben allgemein. Farben sind subjektiv, das heißt, jeder Mensch nimmt Farben anders wahr. Nicht jeder Mensch nimmt gerade mein Oberteil in dem gleichen Rot wahr. Und somit kommt es wahrscheinlich, dass auch viele Menschen unterschiedliche Lieblingsfarben haben. Aber nicht nur deshalb, sondern Farben haben auch oft kulturellen Hintergrund. Das heißt, in verschiedenen Kulturen werden Farben anders wahrgenommen. Türkis bezeichnet einen nicht einheitlichen Farbton, der zwischen Blau und Grün liegt. Türkis wird als einer der kältesten Farben empfunden und findet sich auch wieder im Meer und im Gletschereis. Türkisliebende Menschen haben eine Neigung zu außergewöhnlichen und extravaganten Aktionen. Sie sind gute Selbstdarsteller und sind sehr fantasievoll und originell. Der Türkis erinnert an Sonne, Meer und auch den Pool und ist deshalb eine angesagte Sommerfarbe. Außerdem ist Türkis die in Farbe verpackte Freude an der Freiheit. Zudem verbindet man mit Türkis eine Leichtigkeit und sie ist auch eine positive Farbe, weshalb sie auch für den Kanal Holy Schick steht. Ganz einfach! Lila, vielmehr die Farbe Purpur, war früher nur Königen und Kaisern vorbehalten. Diese Farbe war so schwer zu erzeugen und so teuer, dass es nur für ganz besondere Menschen galt. Und für einen Gramm rein Purpur brauchte man 10.000 Purpurschnecken zur Herstellung. Lila trugen früher hauptsächlich alte Jungfern. Daher stammt auch der Begriff Lila, der letzte Versuch. Denn eigentlich stand die Farbe Rosa für junge Singlefrauen. Und wer in einem gewissen Alter nicht vergeben war, aber zu alt für Rosa war, trug Lila. In der Zwischenkriegszeit stand Lila als Farbe für Schwule und Lesben. Und zwar kommt das daher, dass es als Mischfarbe zwischen männlich und weiblich, also Rot und Blau, entstand. Die Farbe Rot. Rot steht für Liebe, Freude, sowie aber auch Erotik. Aber es steht auch für Zorn und Aggression. Deswegen sagt man auch, da sehe ich Rot oder das ist mir ein rotes Tuch. Psychologische Experimente haben gezeigt, dass Männer sich von roter Kleidung an Frauen stärker angezogen fühlen als von andersfarbiger Kleidung. Dementsprechend trauen Frauen anderen Frauen in roter Kleidung nicht und Männer in roter Kleidung werden von anderen Männern als dominant wahrgenommen und von Frauen als aggressiv. Und ganz wichtig, Supermans Cape ist ja auch rot. Und in dem Symbol sind ja auch rote Teile drin, das ist auch wichtig zu erwähnen. Und rot ist die Farbe des Lebens, weil das Blut ja rot ist. Ist deine Lieblingsfarbe, Lars? Nein, das ist nicht meine Lieblingsfarbe. Meine Lieblingsfarbe ist blau, aber die hat ja Jules bekommen. Hallo, ich bin Jules und ich lese heute mal die Farbe blau vor. Blau ist eine Farbe, die für viele Menschen kalt wirkt. Die Farbe im Englischen als Namengeber ist für den Zustand von Melancholie und Trauer bekannt. Dies ist in vielen Songs, zum Beispiel aus To Feel Blue, was sich aus dem Blues widerspiegelt. Hier für alle unter euch, die mal ein trinken. Blau sein bedeutet im Deutschen betrunken sein, ja, oder blau machen, das heißt die Schule schwänzen zum Beispiel. Dagegen besitzt der Ausspruch blaues Blut besitzen in der Bedeutung von adliger Herkunft sein. Ich lerne hier neue Sachen. Adelige, also jene, die nicht im Freien arbeiten mussten, haben eine blasse und durchscheinende Haut. Also alle Let's Player, die zu Hause drinnen sitzen. Das Blut schimmert dabei blau durch die Haut. Blauer Montag ist die Bezeichnung für einen arbeitsfreien Montag. Ich hoffe, jetzt wisst ihr ein bisschen mehr über die Farbe blau und jetzt kommt die nächste Farbe. Rosa ist eine sehr erfreuliche und positiv wahrgenommene Farbe. Daher stammt auch der Begriff rosige Zeiten oder wenn verliebte Menschen etwas durch eine rosarote Brille sehen. Auf Männer wirkt allerdings das Rosa oft als Schwäche, Hilflosigkeit oder Naivität. Tatsächlich assoziiert man heute Rosa mit kleinen Mädchen. Früher war das andersherum, da die Farbe Rot für den Mann stand. Und somit das Rosa, das kleine Rot für den Jungen. Hallo ihr Lieben, ich mache auch mit bei Esthers Farbenvideo und bei mir dreht sich's um die Farbe Grün. Ja, die Farbe Grün mischt sich aus Cyan und Gelb oder Blau und Gelb zusammen. Grün ist die Farbe der Natur, weil viele Pflanzen Chlorophyll enthalten und dadurch gibt's auch dieses Wort Grasgrün.
Oh, das ist jetzt etwas kompliziert. Also im Mittelalter wurde das Ergrünen im Frühjahr mit der Farbe Grün verbunden, wie ich schon gesagt habe, und galt dann als Symbol für beginnende Liebe. Und daher kommt wohl auch das Sprichwort, jemand ist grün hinter den Ohren. Als Signalfarbe bedeutet Grün das Normale, Positive, Unproblematische. Deswegen ja auch die grüne Ampel, wenn man über die Straße gehen darf. Ja, was mir zu dem Thema Grün noch eingefallen ist, dass mittlerweile ganz, ganz viel Öko mit Grün signalisiert wird oder verbunden wird. Und jetzt kommen natürlich auch Unternehmen daher wie Coca-Cola und bieten uns mit der Coca-Cola Life die grüne Variante. Das sieht im ersten Moment dann irgendwie gesünder aus, besser aus. Das heißt, viele Firmen verwenden das jetzt auch schon eben für ein positives Image. Aber ihr seht, nicht immer ist grün gleich auch gesund dahinter. Das war's zum Thema Grün. Das war's zum Thema Farbfakten. Vielleicht fandet ihr das Ganze ganz interessant, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Was ist eure Lieblingsfarbe? Schreibt es in die Kommentare. Und vielen, vielen Dank an die Leute, die mir geholfen haben, dieses Video zu machen. Und das sind unter anderem natürlich der Lars von C-Take, Jules, Joyce und meine Kollegin Lisa. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und Hilfe. Zu unseren letzten Videos geht es wie immer da unten. Zum Abonnier-Button geht es wie immer neben mir. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, meine Lieben. Macht's gut. Tschüss.